So, verlassene Zentralmine. Wir sind back. Jetzt schauen wir mal, was da unten uns erwartet. Ich bin mal gespannt. Da ist doch direkt ein Schrein. Ist ein Auto. Ey, ist es mein Auto? Was ich kaputt gefahren habe? Keine Ahnung. Naja, egal. Hi. Na, was geht? Oh, was machst du denn an diesem Ort? Ach, wahrscheinlich könntest du mich dasselbe fragen. Stimmt's? Du stellst ja hier auch nach vorne schon an. Ja, okay. Na ja, ja, okay. Ja, ja. Machen wir. Bla, bla, bla. So. Untersuchen. Let's go. Teleportationspunkt. Autorisierung erfolgreich. Es bewegt sich. Übertrage die Bautomatik. Ich empfehle diese für Forschung im Untergrund und Ausgrabung von Zonanium einzusetzen. Was? Hä? Was? Nee. So spät haben wir jetzt noch was rausgefunden. Okay, nice. Hier werden ausgeführte Ultrahandbauprojekte automatisch aufgezeichnet und können danach mit Objekten in der Nähe unserer Namen sofort nachgebaut werden. Träume ich oder ist das gerade wirklich passiert? Hast du echt die Macht der Götter erhalten, von der im Text die Rede ist? Unglaublich, es wäre toll, wenn du uns das einmal demonstrieren könntest. Der Text beschreibt diese Macht. Mal sehen. Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Ah, ich weiß. Alter, wie geil ist das bitte? Oh. Ey, das ist ja richtig cool. Ey. Automatik. Panzerwagen. Oh mein Gott, ich habe einfach Panzerwagen. Und dafür brauche ich anscheinend mein Sonanium, okay. So, wie kann ich... Neu. Eine Sekunde. Wenn ich das hier baue. Eine Sekunde, das will ich jetzt rausfinden. Man kann ja angeblich speichern. Dann möchte ich gerne das hier speichern. Oh, es hat funktioniert. Das abgefallene Rad ist jetzt wieder dran. Jetzt kommt die Hauptattraktion. Deine Reparatur, das... Okay, Baba. Na los, zeig uns, was die Macht dieser Götter wirklich kann. So, kann ich das jetzt speichern? Von dir gebautes wird dem Bauautomatverlauf hinzufügen und kann reproduziert werden, okay? Ey, wie geil ist das bitte? Setz deine Macht der Götter an, um das Fahrzeug auf... Okay. Achso, ich soll es erstmal reparieren. Okay. Dann reparieren wir das eben. Tack-Sack. Will mich verarschen, ey. Was? Du sollst deine schicke... Okay. Okay, eine Sekunde. So? Ja? Ah, wow! Wie cool ist das bitte? Jäger. Ich wusste es. Ich habe ja einen Bauplan von denen schon gerappt gehabt. Dazu gibt es demnächst eh ein Video. Und du, da du Schwertkämpfer, du hast auch was gut bei mir. Niemals werde ich vergessen, wer mich aus unserem Versteck in der Gerudo-Wüste nach hier unten hat stürzen lassen. Das warst du! Ich hatte geschworen, mich zu rächen an dieser Zelda und an meinem allergrößten Feind. An dir, Link. Endlich treffen wir uns wieder. Sag nicht, du hättest mich vergessen. Nein, mein Lieber, wir sind durch das Schicksal verbunden. Hör meinen Namen, der Zitter erneuert. Ich bin der Meister der Jäger. Der starke, auch im Untergrund mächtige, für alle Zeiten unübertreffliche Kopf. Koga! Anführer der Jäger. Nice! Was macht der denn hier?
Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie du dir die Macht der Götter unter den Nagel gerissen hast, nach der wir gesucht haben. Wir haben hier uralte Texte aufgestöbert, in denen was darüber steht. Damit kann man zusammengebaute Sachen speichern und ruckzuck erneut herstellen. Diese Fähigkeit soll schon vor langer Zeit verloren gegangen sein. Du hast geschummelt. Die rackern uns hier ab, um Zeugs in ehrliche Handarbeit zusammenzubauen. Aber du kannst das im Handumdrehen erledigen, ohne Mühe. Das ist Betrug. Wie witzig ist das bitte? Diese Macht würde der Person, der wir huldigen, sehr nützlich sein. Seiner Großartigkeit nämlich. Diese Macht sollte dazu dienen, Zelda und dich zu vernichten. Und jetzt wagst du sie zu stehlen? Nachdem es jetzt soweit gekommen ist, bleibt mir nur eine Wahl. Ich werde dich besiegen und nehmen, was uns zusteht. Oh nein. Dann baue ich eben einen Panzerwagen. Alter, what the fuck? Eine Sekunde. Nee. Nee. Warte. Nein. Warte, eine Sekunde bitte. Ich habe einen Panzerwagen. Let's go. Na, was willst du jetzt machen? Ich habe auch etwas Cooles. Komm her. Komm schon. Komm doch her, du Drecksack. Alter, ich muss das einmal drehen, bitte. Oder mal kurz warten, bis der vor mich ist. Ja, jetzt. Bam! Komm schon, treff ihn! Jawohl! Oh mein Gott! Ich bin fast selbst gestorben. Das ist so geil. Das ist so geil. Wo bist du? Mach dich fertig. Wo ist er? Da ist er. Bam! So. Starten. Komm doch. Komm, wir müssen angreifen. Jawohl, in seine Fresse. Und zack. Ja, das habe ich von euch geklaut. Bam. Bam. Das war ein Volltreffer, Leute. Wo ist er hin? Ich muss ihn nochmal richtig angreifen. Wo ist er? Ah, da ist er. Und er geht weg. Was für ein Scheiß, Junge. Oh. Nee, was ist denn das? Oh, das war knapp. Das Problem ist, ich habe nicht so viele Pfeile. Deswegen will ich ihn so angreifen. Komm her. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Nein. Jawohl. Nein. Mein Gerät ist verschwunden. Wieso ist es verschwunden? Komm zurück. Mein Panzer ist einfach verschwunden. Oh, der hat was Größeres gebaut. Ich bin am Arsch. Oh, der ist schneller. Komm her. Man kann aufs Rad hüpfen. Habt ihr das gesehen? Das wundert mich nicht. Das ist richtig cool. Nice. Nicht mehr lange. Komm her, du Drecksack. Boah! Alter! Das ist ein Schild drauf, Alter. Let's go. Ey, wie cool war das bitte? Ganz anderes Gameplay gerade gewesen mit diesen ganzen Maschinen. Doch egal, der Klügere gibt nach. Dieses eine Mal lasse ich dir deine Frechheit ausnahmsweise durchgehen. Doch sperr die Spitzenlauscher auf, denn ich habe dir was zu sagen. Solche Ruinen wie hier habe ich schon haufenweise gefunden. Und ich habe dich beobachtet. Du benutzt deine rechte Hand, um das Konstrukt dort zu steuern. Ja, ich weiß Bescheid. Also ich muss dann langsam mal los zu Verlassene Südwestmin und dort schnappe ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Verlassene Südwestmin, okay?
Anschließend werde ich an der Seite seiner Großartigkeit diese Welt ihrem Ende entgegenführen. Dann ciao mit dir. Oh, das ist echt ein. Boah, das ist echt gut gebaut. Das muss ich mir mal merken. Das muss ich mir merken, Leute. Ein so ein Transport-Dings, dann diese Fliegedings und 4 Turbinen. Voll gut. Kokas finstere Pläne. Alter, wie geil ist das bitte? Enormer Sonner-Energiekristall. Ey, wir können 2 Batterien holen. Link. Danke, dass du die Eindringe vertrieben hast. Ich habe heimlich eurer Unterhaltung gelauscht. Die verlassene Mine im Südwesten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Gerudo-Mine sein. Abbau und Verarbeitung von Rohstoffen florierten dort einst, aber nun teilt sie das Schicksal der verlassenen Zentralmine. Folgen dem Weg, den die steinernen Statuen weisen, um zu verlassen, Gerudo-Mine zu gelangen. Am einfachsten wäre wohl, wenn du erstmal in Richtung dieses Lichts dort loslaufen würdest. Auch noch eine Sache, bevor du aufbrichst. Ich möchte etwas vermachen, sprich zu diesem bitte einmal mit einem Atmosen da drüben, okay? Ist es eine Quest? Ja, okay. Hi! Ich danke dir dafür, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich verstecke mich, um ihnen zu entgehen. Nun gut, da du über die Bautomatik verfügst, lass mich dir als erstes diese Bauplansteinplatte überreichen. Konstruktionszeichnung, mit der zum Beispiel ein Fahrzeug der Sonau nachgebaut werden kann, nutze für Nachbauten die Bautomatik. Ey, wie geil ist das bitte? Die neue Bauplansteinplatte wurde in der Bautomatik registriert. Du sollst nun mit Hilfe der Bautomatik ein weiteres Objekt herstellen können. Gestatte mir, die nötigen Teile für dich vorzubereiten, damit du die Bauplansteinplatte ausprobieren kannst. Ey, ich bin so happy gerade, dass ich das freigeschaltet habe. Wieso nicht am Anfang? Das hätte man ganz am Anfang machen müssen, Leute. Ey. Ja, ich weiß schon. Ich hab's schon verstanden. Danke. So. Ist das markiert, wo ich soll? Ist es markiert? Da hinten. Oha. Schon weit? Gibt es eine Stelle im Obergrund? Unter der Gerudo-Stadt. Okay. Hier könnte ich rein. Dann machen wir das mal. Wir machen das. Wir machen das fertig. Ich hab voll Bock drauf. Let's go. Ey, wie geil ist das bitte? Ich sollte aber auch mal kochen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe viele Sachen gesammelt, aber nicht gekocht. Schon lange nicht. Aber egal. So, ab geht's. In welche Richtung? Runter, oder? In diese Richtung. Da rein direkt. Oder? Ich glaube, da rein direkt. Yes. Ist der Drache hier irgendwo? Oder wieso diese Musik? Anscheinend ist er irgendwo. Hits. Wir sollten erstmal kurz stehen, damit wir die Ausdauer laden. Ich weiß ja nicht, wie lange wir laufen müssen. So, das ist... Es gibt nur die da in der Nähe. Okay. Ich habe mal geschaut, ob es eine andere Möglichkeit gibt, da hinzukommen, aber... Das ist die nächste. Okay. Let's go, Leute. Ich bin zum ersten Mal hier. So, bin ich schon irgendwie unter der Decke? Yes. Aktivieren wir erstmal hier einen Teleportationspunkt, sehr wichtig. Damit wir auch ein bisschen was sehen. Es geht schon einigermaßen, ja, nicht in die richtige Richtung, aber egal, von dort können wir weiterlaufen.
Jetzt weiß ich wenigstens, wieso ich diese ganzen Sonau-Baudinger da gesammelt habe. Diese Kristalle. Oder was auch immer das war. Ich dachte mir einfach, was soll ich damit? Ich habe auch teilweise ein paar Stück verkauft von denen. Das macht aber alles Sinn. Auch diese Plattform, wo die ganzen Bauteile vorhanden sind, jetzt macht einfach alles Sinn. Diese Fähigkeit hätte man ganz am Anfang schon bekommen müssen. Ohne Spaß. Was haben wir denn hier? Sieht seltsam aus. Sieht aus, als gäbe es hier einen Schatz. Sieht echt so aus. Schauen wir uns das mal an. Oh mein Gott, ich habe kurz Angst bekommen. So, aktivieren. Sehr schön. So sehen wir mehr. Schauen wir, ob es hier Konstrukte gibt, damit wir bauen können. Oder ob es hier einen Schatz gibt oder sonst was. Weil das ist auf jeden Fall eine Mine und da gibt es immer Schätze. Hier. Zack. Untertagemaske, Leute, let's go. Hi. Hä? Das sollte doch mit der rechten Hand gehen, aber egal wie oft ich es auch versuche, es funktioniert nicht. Hä, du da. Versuch du mal dein Glück. Das ist so witzig, Leute. Ja, okay, lass mich machen. Geh weg. Du konntest also nicht das und bist mir gefolgt. Ich mach das genauso wie du, aber dieses blöde Ding reagiert nicht. Hast du mich etwa reingelegt? Gut genug, Zeitfächern. Dieser Kram liegt mir sowieso nicht. Ich werde kämpfen, dich besiegen und mir die Macht zurückholen. Mach, was du nicht lassen kannst. Mach dich bereit. Let's go. So, ich musste einmal weg und hab mir Pfeile geholt. Ich werde den ganz einfach besiegen. So, wo bist du? Oh, ja. Immer die Suche nach dem richtigen Charakter. Okay, wo ist er? Da kommt er. Nein! Nice. Komm her! Drecksack! Greif an! Mach den fertig, den Drecksack! Jawohl! Du, hallo, komm her! Komm, 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 zeig dich! Na, komm! Der hat schon seine Scheißwaffe. Nein! Nicht schön! Wir können auch tatsächlich mit Bomben draufschmeißen. Was ich jetzt auch machen werde. Wenn ich die finden könnte. Sonnenblume. Da. So. Runter mit dem Drecksack. Nice! Kommt jetzt? Scheiße! Ich muss aufpassen. Der hat so eine geile Verteidigung. Ich muss eigentlich von oben ihn angreifen. Wo ist der? Wo ist der? Nein, ich sehe ihn gar nicht, weil ich so dumm bin. Ein paar Nüsse, okay. Da ist er. Ah, der kann rückwärts fliegen. So, dann machen wir es anders. Geh da jetzt hoch, damit wir ein bisschen Höhe haben, weil ich sehe den nicht, Leute. Folter. Und dann möchte ich genau seinen Bauplan haben, damit ich genau dasselbe bauen kann. Voll Bock drauf.
Gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wenigstens den anzuschießen. 21 Pfeile haben wir. Jetzt muss ich nur noch treffen. Komm her. Oh, das ist schwierig. Nein, das ist viel zu niedrig. So die Höhe. So die Höhe. Und es war zu hoch. Boah, das wird nackt. Das wird nackt. Wenn ich näher fliege. Und ihn so attackiere. Nein! Ey, das ist doch unmöglich! Das ist viel zu schnell! Boah, ich raste aus! Der macht mich noch fertig! Was kann ich denn bauen? Ich will irgendwas bauen! Ich will irgendwas bauen! Hier ist halt nicht das, was ich haben möchte. Hier ist halt echt nicht das, was ich haben möchte. Getroffen. Anscheinend machen wir doch Schaden. Hätte ich das gewusst. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte weg. Jawohl, oh mein Gott. Er ist weg. Hier ist es viel zu sandig. Ständig kriege ich das Zeug ins Auge. Nur darum lasse ich dich nochmal davon kommen. Dieser Konstruktschrotthaufen reagiert sowieso nicht. Egal, Planänderung. Die Operation Macht der Götter an mich reißen war ein Fehlschlag. Abgehakt. Wäre nett gewesen, die Macht zu haben, aber unser eigentliches Ziel ist sowieso ein anderes. Hier gibt es nämlich was unglaublich mächtiges. Sonau Energiekristall und die sammeln wir. Damit reparieren wir dann ein uralte, furchtbar, unschlagbare Waffe und bringen sie seiner Großartigkeit da. Damit kann er sich dann endlich sein Wunsch erfüllen, das Ende der Welt. Behalte ruhig die Macht, die du uns geschaffen hast. Ich habe schon fleißig Sonau Energiekristall gesammelt, um damit die ultimative Waffe zu reparieren. Jetzt gibt es hier nichts mehr zu und dieser Ort ist nur noch ein leerer Berg. Ich überlasse ihn dir. Okay, der geht jetzt zur Ostmine. Auf in die Lüfte. Dankeschön. Link. Danke, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Da ihr so laut geredet habt, konnte ich übrigens nicht anders als euer Unterdrücker. Okay. Ja, danke schön. Was bekomme ich noch? Okay, nice. Geht weiter. Das ist eine geile Quest aber. Leute, echt eine geile Quest. Ich gehe, glaube ich, mal schnell Energiekristalle aufladen. Ich könnte 4 Batterien kaufen. Bekomme ich auch was? Irgendein Plan oder so? Willkommen. Einst konnte man hier viel Sonaren empfinden und dieser Ort war ein florierende Schmelzhütte. Ich verwalte im Bergbau für eine Bauplansteinplatten. Nanu, ich steck dir, okay. Dankeschön. Was ist das? Landbrot, okay. Die neue okay, was kann ich damit? Werden wir gleich sehen. Ist dir bekannt, welche Auswirkungen ein Mangel an Materialien in Bezug auf die Bauautomatik hat? Sag es mir. Wenn du hier noch Sonaren verfügst, ja, das habe ich mir schon gedacht. Mit Sonaren geht alles. So, jetzt bauen wir das mal. Das hier. Zack, zack. Bauen. Okay, coole Sache. Eine Sekunde. Nehmen wir das mal. Wohin soll ich damit? Einmal auf die Map schauen. Oh ja, der ist ja am Arsch der Welt. So, was haben wir denn hier auf dem Weg gefunden? Leute, der Weg. Ich sag's mal so. Es ist schon kompliziert, aber es ist doch nicht so kompliziert, wie es scheint.
ihr jumpt am besten hier rein. Ebene von Südakala. Okay. Von Südakala geht ihr runter. Hier ist auf jeden Fall eine Wurzel, die ihr aktivieren sollt. Von dieser Wurzel, hier ab hier wird es dunkel sein. Ab dieser Wurzel einfach geradeaus. Und hier links, so rum ist es links. Diese Wurzel aktivieren. Oder wenn ihr das nicht am Anfang seht, weil es ein bisschen höher sieht, einfach weiterlaufen, diese Wurzel aktivieren, von hier zurück, diese Wurzel aktivieren und dann einfach hier geradeaus durch. Hier ist es dunkel, hier ist die Mine. Hier ist noch etwas, deswegen wollte ich noch ein Video aufzeigen. Rosa Sonne Energiekristall. Okay, jetzt gehen wir aber dahin. So, von der Mine einfach nach links gelaufen und ihr werdet dann hier auf jeden Fall einen Bereich sehen, das nicht zu übersehen ist. Von hier kommt ihr dann rüber. Dann haben wir es auch endlich geschafft. Wurzel aktivieren, das Wichtigste. Ihr könnt, glaube ich, auch von oben rein, aber Leute, ich habe das 500 Mal versucht, ich habe diesen Weg nicht gefunden. Wir werden gleich mal sehen, wie man da rauskommt. So, sieht wild aus. Ich hoffe, ich bin stark genug, den Upsi zu besiegen. Nice Ecke. Ich glaube, das wird ein Wasserkampf sein. Scheint so. Schau euch das an. Das wird ein Wasserkampf. Ah, das wird geil. Die bewege ich schon mal. Obwohl, ja. Da sind jetzt schon zwei Stück. Egal, legen wir das auch rein. Dass wir schon mal vorbereitet sind. Hi. Du schon wieder. Wie lange stehst du da schon rum? Spürst du mir etwa nach? Natürlich! Feigling. Bla bla bla. Philipp Halle. Der ist cool. Ist doch auch Schnupper. Dafür kann ich es nicht fassen, dass du mir bis hier gefolgt bist. Nerviger Typ. Den alten Zeiten zuliebe hatte ich dir den Riesengefallen getan, gegen mich antreten zu dürfen. Aber so wie die Dinge jetzt stehen, kannst du mir gut und gerne geschoren bleiben. Das Ende ist nämlich nah. Let's go. Lüpf, war klar. Nee. Das ist doch zu wild. Auch noch zweimal mit Ding. Bogenschützen. Leck mich doch. Okay, let's go. Ja, genau, Link. Genau. Come on. Wo ist die Cache? Da. Komm her, du Drecksack. Bam. Come on. Nein. Oh, Link. Dein Ernst. Taucht einfach die ganze Zeit. Oh, Leute, das mit dem Schwimmen geht mir so auf den Sack. Und der ist schon weg. Ich hab dein Gefährt jetzt. Haha. Ich hab dein Gefährt jetzt. Und zack, in deine Fresse. So, jetzt aber. Jetzt hab ich das. Let's go. Und Schlag. Okay. Nice. Sein Gefährt gefällt mir, richtig gut gemacht. Da sind die. Das hat einen Bogenschützen-Ding genixt. Ich hab meine Maschine hier. Nein, nein.
Tau doch dich unter den Drecksack. Okay. Nur Scheiße da. Ich wollte das hier mal weghauen. Komm. Let's go. Da ist er wieder. Und zack. Sehr. Wie schnell. Boah, das macht zu wenig Schaden. Ich glaube, ich wechsle die Waffe wieder. Nämlich, das ist eine halbe Stunde dauert hier. Zack. Komm an. Zur Waffe wechseln. Nehmen wir das hier. Kommt da was Neues, oder? Boah, da hat mich was getroffen. Yes. Aua! Oh mein Gott, heilen. Da habe ich ja gar nicht gedacht. Komm her. Nein! Bam, bam, bam. Ciao, würde ich mal sagen. Dann stirbt der endlich. Was kommt jetzt? Meine Schergen haben sich gemeldet. Sie haben ihn gefunden, den Dämon. Was? Was sind ihr so weit? Willst du mich verarschen? Was? Nee. What the fuck? Oh mein Gott, was passiert hier? Was haben die vor? Piep, piep. Wo ist der? Da ist er. Bla, 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 bla. Ja, habe ich gesehen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, das nehmen wir mit. Fünf Batterien können wir schon. Fünf Batterien können wir schon kaufen. Dankeschön. Nice, Blitzschlagboot. Nehme ich doch gerne. Okay, dann hätten wir das auch. Und dann ab zum letzten Spot gleich, ja? Schauen wir mal, ob es hier noch etwas gibt. Hier sind doch immer so schöne Texte. Im Laufe des Kataklysmus haben sich zahlreiche schachtförmige Löcher in ganz Hyrule gebildet. Sie werden schlicht als die Abgründe bezeichnet und scheinen den einzigen Zugang zum Untergrund darzustellen. Die Erkundung des Untergrunds ist hart und mühsam. Oft ist man gezwungen, ihn von anderorts neu zu betreten. Da Abgründe damit als einziger Zugang extrem wichtig sind, müssen unbedingt alle entdeckt werden. Doch das ist leider leichter gesagt als getan. Gewisse Abgründe sind gerade so diabolisch und gut versteckt. Zumindest ein Abgrund soll sogar mitten in einer Höhle verborgen liegen. Kein Schimmer, wie so etwas passiert. Mitten in einer Höhle? Sicher gibt es auch andere Abgründe, die gar nicht wie solche aussehen. Vielleicht sogar wie gewöhnliche Löcher. Doch dank des austretenden Miasmas sind sie zumindest von hochgelegenen Aussichtspunkten aus leicht zu erkennen. Rumkuga! So Leute, ich habe hier angefangen, den hatte ich schon aktiviert gehabt, den habe ich von hier aus erkundet gehabt. Wir sind hier an Runakita-Schrein oberhalb vom Hyrule-Gebirge. Und mein erster Schritt war hier aktivieren, rübergehen, das aktivieren, hier runtergehen, das aktivieren. Jetzt holen wir uns einen Schatz und von hier gehen wir wahrscheinlich darunter. Also ich hoffe es. Es sieht so aus, als könnte man von hier runter. Ansonsten werde ich den einen anderen Weg zeigen.
Du her mit dem Schatz. Was auch immer das ist. Hoffentlich was Gutes. Nice Sache, Alter. Voll gut. So. Wir haben uns hier teleportiert. Ich habe die ganze Zeit falsch gedacht gehabt. Es gibt hier eine geheime Höhle. Eine geheime Höhle gibt es hier. Ich weiß nicht, wo genau, aber es muss hier eine Höhle geben. Deswegen schauen wir mal hin und her. Vielleicht finden wir es. Hallo, hallo. Oh. Ah, du bist Link. Wir haben uns nicht mehr gesehen, seit wir uns am Abgrund der Ebene von Hyrule getroffen haben. Josh hat mir aufgezeigt, die Umgebung des Dorfs der Orden nach einem Abgrund abzusuchen. Ah. Und ich habe sogar einen gefunden, einen richtigen Abgrund. Nice, genau das brauchen wir. Da jumpen wir jetzt rein. Ab geht's. Ab geht's. Ich hoffe, ich bin ready. Für den letzten Kampf. Den Pupsi. Mal gespannt, was für eine Waffe er gemeint hat. Und um was es überhaupt geht da unten. Oh, wir sind ja direkt da. Voll nice. Das habe ich nicht erwartet. Gibt es hier auch einen Teleportationspunkt? Oh, auch noch einen Teleportationspunkt, Alter. Was geht ab hier? Aua. Das war nicht so schlau. Wollte aber dieses Licht ja bekommen. Ich finde es halt nice, dass man damit Donnerblumen kaufen kann. So, schnell mal das hier aktivieren und danach geht's weiter. Lups. Sehr schön. Ja, Heilung geht nicht. Bin mal gespannt, was jetzt hier passieren wird. Also wir hatten Boden gehabt, wir hatten Luft gehabt, wir hatten Wasser gehabt. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wisst ihr was? Ich will irgendwie, habe ich das Gefühl, dass ich meine Waffe verstärken muss. Nach Typ, nach Angriffsstärke, okay. Nehmen wir das immer. Die Hand. Droppen. Machen unser Masterschwert dran. Zack. Wie stark ist mein Masterschwert? Wie stark ist er jetzt? Wieso steht das nicht? Das steht halt nicht, ne? Naja, egal. Bestimmt sehr stark. Was geht? Ich habe auf dich gewartet. Es ist vollbracht. Wir haben genug Sonau-Energiekristalle. Also nun. Unsere ultimative Waffe. Das Geschenk für den Dämonenkönig. Was? Frisch reaktiviert. Was? Denkwürdiger Tag. Es wird als Tag der Reaktivierung der ultimativen Waffe in die Geschichte eingehen. Und als Tag, an dem das Ende der Welt begann. Sieh nur, ist diese Waffe nicht wunderschön? Was? Alter, was ist denn das? Dieses unbesiegbare Sonau-Konstrukt. Freu dich, Link, du darfst als Testobjekt draufgehen, welch unverdiente Ehre. Danach mache ich mich auf den Weg. Zu den tiefsten Tiefen unter Schloss Hyrule, wo der Dämonenkönig sein soll. Dort, wo das Ende beginnt. Zu Schloss Hyrules Untergrund. Ne. Komm schon, wenn du kannst. Was bist denn du? Nein. Eine Sekunde. Wie greifen wir ihn an? Ich kann ihn ja mit Pfeilen attackieren.
dann machen wir es mal so. Nein! Der schildert! Der schildert! Nein, ich hab keine. Ich hab keine mehr. Na, komm mal her. Machen wir es mal mit dem. Fällt da mal runter? Also so bekommt er keinen Schaden. Ah, wir müssen ihn dran machen. Okay. Wo ist er jetzt hin? Ah, da ist er. Der muss an den Zaun. Verstehe. So. Nice. Easy. Mit einem Dickerchen geht es schon. Let's go. Dickerchen, komm her. Nein. Wo ist er? Oh mein Gott, was passiert da? Nein. Oh mein Gott. Was war das für eine Attacke, bitte? Nehmen wir mal das hier. Okay. Come on. Nice. Komm her. Was, das Schwert ist gleich weg? Scheiße. Nehmen wir die andere Waffe. Let's go. Noch einmal. Komm her. Komm schon. Yes. Easy. Let's go. Oh nein, meine Waffe. Ich hätte nie gedacht, dass ihr Ende so aussehen würde. Das war gemein. Was soll ich ihm denn jetzt darbieten? Es ist zum Aus der Haut fahren. Mäh. Jetzt hast du es geschafft. Ich mache ernst. Meine brandneue hier unten erfunden Geheimtechnik macht dir den Chaos, okay? Verschwindest du einfach? Waha, zieht das du schon. Das ist die super einzigartige und mega explosive. What the fuck? War schön mit dir. Irgendwas passiert jetzt, Witziges. Irgendwas passiert jetzt. Ja, es war so klar. Es war so klar. So, ciao mit dir. Ich frage mich, ob es auch ein Geheimversteck für den Bereich davor gab. Bestimmt, oder? Kokas finstere Pläne geschafft. Nice, wir haben es geschafft. Nach 100.000 Stunden. Oh Meister, ich will sogleich an deiner Seite sein. Bitte gedulde dich einen Augenblick. Du hast den Eindringling in die Flucht geschlagen. Dafür danke ich dir sehr. Ich habe mir den Kampf aus der Nähe außen gesehen. Deshalb ist für mich klar, so wie es ihm ergangen ist, wird er sich in weiteren verlassenen Bergwerkstollen gewiss nicht mehr blicken lassen. Sollst du nach Stollen wie diesem suchen, hätte ich einen Rat für dich. Suche stets dort, wo sich auf der Oberfläche markante Orte wie Dörfer und Siedlungen befinden. So kurios es auch klingt, es scheinen etliche Verbindungen zwischen Oberfläche und Untergrund zu bestehen. Wenn dich so etwas auch interessiert, Meister, solltest du meinen Rat befolgen. Ach, bevor du auf deine Reise aufgehst. Yes, 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 yes. Was haben wir denn hier erstmal? Ein Diamant. Nehme ich gerne mit. Und nochmal normale Kristalle für die nächste Batterie. Das freut mich. Hallo. Autorisierung erfolgreich. Willkommen. Eins konnte man hier viel so mal empfinden. Bla 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 bla. Bausteinplatte. Was gibt es? Bekomme ich die Maschine? Raketenabschussrampe. Okay. Ich dachte, ich bekomme die Maschine. Schade.
Nee, ich hätte lieber diese Maschine gehabt. Aber danke, sehr lieb von dir. Gut, was gibt es hier noch so? Was gibt es hier noch so? Hier sind Bananen, die nehme ich mit. Kostenlose Bananen sind immer gut. Donnerblumen. Hier ist wieder ein Text. Kein Drangsal zu viel. Bandenhymne der Jäger im dunklen Untergrund. Dies Lied gesungen in Einklang und Kameradschaft soll uns beim Erforschen dieser finsteren Tiefen beflügen. Fasst euch ein Herz, reicht euch die Hand, schreitet den Weg durchs finstere Land. Seid uns nur Bande, den Weg hier fand. Ängstigt euch nicht hier im dunklen Reich, ob sonnengebräunt oder liederlich bleich. Der Eifer der Jäger brennt weiterhin gleich. Der blaue Kristall, der ist hier unser Ziel. Gemeinsam ist uns kein Drangsal zu viel. Wir lüften der Finsternis schattiges Spiel. Was für ein blaues Kristall. O mächtige Koga, so edel geraten, Ende des Schwertkämpfes, elende Taten, die ultimative Waffe soll nicht warten. Jäger, Jäger, belebt die Waffe neu, mit ihrer Macht wird unsere Bande frei. Okay, was für ein blaues Kristall. Gibt's hier noch was? Irgendwie nicht, oder? Was können wir hier wieder aktivieren? Können wir wieder shoppen gehen? Okay, bei den anderen war es aber nicht so. Aha. Willkommen. Ja. Und weiter. Einen Moment bitte. Okay. Nichts Besonderes, oder? Brauche ich nicht. Nee. Obwohl. Nee, wir haben ja nichts mehr. Gut, was passiert, wenn ich jetzt hochgehe? Wieso war das jetzt nicht dran gewesen? Nervig. Da oben gibt es etwas, Leute. Ehrlich, da gibt es etwas. Da gibt es etwas. Eine Sekunde. Dann bauen wir das eben. Nein. Mir fehlt jetzt eine Rakete. Das nervt mich gerade. Naja. Ich bin auch so dumm. Unfassbar dumm. Unfassbar dumm, Ufi. So. Ja, okay, komm. Zack, zack, zack. Bauen. Und jetzt ab geht's. Ist aber cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Was ist das? Ja, was soll das sein? Mein Freund. Ah, hier! Ta-da-da! 20 Mal Kristall, let's go! Okay, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch. Falls ich was finden sollte, kommst du natürlich, als zweites Video oder hier hinten her. Aber wir sind hier durch. Dann danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.